Ja, finde ich nicht schön. Tut weh. Aber, ich weiß nicht, ich glaube, man sieht es gar nicht in der Kamera. Nee, sieht man natürlich nicht. Ist zu hell. Natürlich nicht. Hä? Natürlich nicht. Ja, ist zu hell. Ich glaube, man sieht es ein bisschen. Nee, sieht man gar nicht. Aber nicht schlimm, man darf auf Twitch eh kein Blut zeigen. Stimmt. Ja. Das ist natürlich das Schlechteste, dass ich überhaupt streame. Da ist mein Bann ja schon vorprogrammiert. Weil gibt ja keinen Tag, wo ich mich nicht verletze. Stimmt. Ich habe mal gestreamt. Ja. Und habe mich mal beeilt. Ja. Irgendwo hinzukommen. Ja. Und habe mir dabei den Oberschenkel aufgerissen an der Kante. Na. Aber so richtig aufgerissen. Ja. Ich glaube, ich muss ganz streng pinkeln. Und an meinem ehemaligen Glastisch habe ich mir so richtig schön den Oberschenkel aufgerissen. Mhm. Ja. Siehst du, streamen ist gefährlich. Ja. Ich bin da. Ich warte übrigens nur auf dich, gell? So. Nee, Quatsch. Ja. Soll ich zu dir? Du zu mir? Kommst du noch hoch? Frage. Möchtest auf einen Kaffee? Kommst du zu mir vielleicht? Okay. Ich gucke mir gerade meinen Daily an. Also eine müsstet ich machen. Und zwar ist dieser Roman nicht fantastisch. Also... Mich hat schon... Boah, das darf ich nicht in deiner Gegenwart sagen. Also hör mal kurz weg. Ja. Jemand wollte schon mal was schreiben. Und mir ging es an dem Tag nicht gut. Mir war flau im Magen. Und er hat so zwei Seiten geschrieben. Der wollte halt mal so ein Buch schreiben, sozusagen. Und hat meine Meinung danach dazu gefragt. Und ich habe halt einfach auf sein Buch, auf seine zwei Seiten drauf gespalten. Ich hab mich übergeben. Warum? Weil mir schlecht war. Und lesen? Nein, mir war einfach grundsätzlich schlecht. Es hatte nichts mit seinem Buch zu tun. Oder mit dem, was er geschrieben hatte da. Mhm. Und natürlich habe ich es aber dann ausgelegt. Der war so schlecht, da musste ich kotzen. Warum prügelst du eigentlich Wölfe gerade? Das kam mir gerade über den Weg. Eigentlich würde ich Wolf sammeln, aber ich finde tatsächlich das Wolf, was ich eigentlich will. Ja, aber deswegen musst du ja nicht gleich deine Rache üben. Ja, doch, natürlich. Vor allem Kiki, dafür braucht deine Ohren noch ein bisschen mehr Schaden. Ja, der war halt da gerade. Der wollte, weißt du, der wollte zu mir, nicht ich wollte zu ihm. Ja, der wollte halt. Guck mal, Noel, so gemein bist du. Der Wolf wollte zu dir, der hat einen Spreil in der Kralle gehabt und du hast ihn einfach umgebracht. Ja. So bist du. Ja. Siehst du? Was brauchst du heute? Was ich heute brauche? Ja. Außer Kaffee. Dich? Außer das. Oh, Folge. Weißt, andere würden sich freuen und sagen, oh, wie putzig, wie süß, außer das. Weil ich brauche diese Eisbustase. Mach, was du willst. Ich brauche... Ja, was brauche ich denn? Während du nachdenkst, gehe ich schon mal zu der Hypostase. Mora? Oh. Bisschen pleite bin ich. Vielleicht? Ach, da, wo ich gerade meine Truppe wechsle, gehst du dann zur Hypostase danach. Jetzt darf ich ja schon wieder meine Truppe wechseln. Hab ich so gesagt? Ich habe erstmal Kokomi gerade rausgeholt, damit ich deine Eule heilen kann. Mhm. Nee, ich habe dir gesagt, dass ich jetzt was brauche. Du hast gerade mit Noel und Eule draufgehauen. Ich habe die Truppe gewechselt, damit ich deine heilen kann. Jetzt und während ich dich fragte, was du brauchst, habe ich dir auch gleichzeitig gesagt, ich gehe schon mal zur Eisbüste, also während du nachdenkst. Ja, da hatte ich aber schon die Truppe schon gewechselt. Kill!
Nicht auf mich! Nicht auf mich! Jetzt spielen wir hier Toro oder was ist los? Hm? Sein Leben. Ja, ich glaube, das warst aber du, nicht mal ich. Hm? Ja, weil ich glaube, meine Q war noch nicht so weit, dass er im Damage war. Au! So, Wärme, 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 Wärme. Leben, 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 Leben. Da. Aua. Nee, aber ernsthaft, mein Finger tut gerade echt saumäßig weh. Hm, glaub ich dir, nach den Strapazen heute. Wegen Strapazen? Dein Daumen. Also, der hat heute einiges erlebt. Mein Daumen und mein Fingernagel ist eine innige Beziehung mit einem fremden Gegenstand eingegangen. So. Vor allem, das Lustige war, der Spreil war ja nicht mal spitz, der war ja so richtig schön stumpf an der Stelle, über den ich mir unter den Fingernagel gejagt habe. Muss auch erstmal schaffen. So, was brauchst du jetzt noch? If we've got nothing else to do, why don't I tell you a story? Ich laufe jetzt einfach mal zum Schmied und hol mal mein Zeug ab, weil bis Kiki sich das überlegt hat. Ah, hier, ich habe die Sphäre gesucht. Widerstand. Widerstand? Können wir machen. Bin ich dabei. Lädst du mich ein? Mhm. Beziehungsweise, warte mal. Habe ich überhaupt genügend Mora? Also gestern hast du noch ganz laut gesagt, ich brauche Mora, ich bin pleite. Ich brauche Mora. Ich brauche Mora. Vergessen wir die Sphäre. Ich brauche Mora. Ich brauche auch ein bisschen. Ich habe gestern auch Kokomi um 2 Stufen hochgestuft von auf die 9. Das habe ich tatsächlich deutlich gemerkt. Mhm. So ein bisschen. Mhm. Ja, komm, dann machen wir... Ach, du stehst schon da. Ich fliege hin, ja. Ja, dann... Ich merke Leertasten. Merkst Leertasten? Die drücke ich mit dem Daumen. Auf einmal fliegt da ein großes Gewicht auf mich drauf. Auf dich? Ja, ich stand da. Ich war schön fokussiert auf die Explosionsfässer. Fällt da nicht einer? Ja. Ach so, der ist wieder... Der ist da. Oh, ich schieß daneben. Leck mich am Arsch, machst du Schaden. Okay. Denn, warte mal kurz, da wird einer geheilt. Ach... Schieß doch auf den richtigen. Och, joi mia! Ja, das kenne ich. Das Problem. Ich will mir gerne viel. Yay! Geld! Geld, 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 Geld. Geld, 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 Geld. Geld, 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 Geld. Ich konnte mal Mr. Krabs voll gut nachmachen. Habe ich mittlerweile aber nicht mehr drauf. Oh. Frag mich nicht, aber warum. Ich glaube, solche Kügelchen haben wir die Woche noch gar nicht gemacht. Das ist sogar was für den Erlebnispass dann. Stimmt, ja. Mhm. Aber tatsächlich könnte ich sogar auffüllen. Was gibt's denn eigentlich heute ein bisschen? Mal so die Frage am Rande. Ich hab nur gesehen, Eleganz. Ja. Eleganz, 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 Eleganz habe ich schon. Meine Ayaka ist schon so weit. Fertig. Warum spiele ich eigentlich mit dir, Mia? Weil du sie gerade ready hast?
Ja, ich glaube, weil ich sie einfach, weil ich sie gerade in der Hand hatte. Ja, genau. Und mit ihr muss man sich so wenig bewegen, ist auch entspannt. Ha, wenn wir jetzt Kügelchen machen, dann brauchen wir ja gar keine starken, weißt du was? Ich wechsle mal wieder. Ich habe, weißt du, wenn ich schon lange nicht mehr rausgeholt habe? Ich finde, ich könnte auch wechseln. Oder kriegt man EP? Ja, ne? Oh, nö, weißt du was? Jetzt kommt's. Sarosa. Ja! Ja! Fischl, glaube ich, wird einsam und alleine sterben. Zwei S-Charaktere. Ja, wie du willst. Halt, ich hab Luft. War jetzt eigentlich mehr auf deine Janfee sogar mitbezogen. Für ein große, so ein großer Feuerball, Junge. Ja, nur. Die macht zwar nicht so viel Schaden, aber ist ja egal. Ihre Q und ihre E macht einen ordentlichen Schaden. Kommst du? Ja, das ist doch oben auf dem Berg, oder? Ja, ich weiß, ich habe mich teleportiert. Ach so, ich bin doch vor Kletter vor. Jetzt brauchst du dich auch nicht mehr teleportieren, du bist fast da. Naja, ich, ja. Ich mache mein Nickerchen. Ja. Ach, weißt du was? Hm? Komm schon. Du darfst auch mal wieder ran. Fischl. Fischl muss auch mal wieder ran. Yay. Die tut mir ja schon fast leid. Startet. Odds reveal by shut up. Die macht aber echt nicht, weitaus nicht so viel Schaden. Weil die halt echt nur ausgelegt war für ihren Vögelchen. Hallo. Shadow Raven, let night fall. Das war mal mein Main. Mit. Irgendwie enttäuscht. Kokomi, mach mal ein bisschen Damage hier. By royal decree. Ja, wobei. Ihr Oss macht halt den Damage. Ja. Ist sie ausgelegt auf ihren Oss? Ja. Das merkst du aber halt auch. Wen haben wir auch schon lange nicht mehr draußen gehabt? Machen wir eine Runde mit ihr. Willst du? Ja. Folgen Sie Noel unauffällig. Da freust du dich, gell? Ja. Du musst starten, ich kann nicht. Mal schauen, wie das neue Artefakt-Set auf ihr so geht. Mhm. Du hast jetzt aber lang gebraucht. Ja, ich hab mir Zeit gelassen. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch, macht das wenig Schaden. Ich nehm den Schleim hier mal mit. Okay. Ja. I'll catch up. Ich komm wieder, keine Sorge. Okay. Ich hab den mal sonst wo mitgenommen. Jo. Aber jetzt ist die Frage, wie geht ihre Q so ab? Eigentlich hauptsächlich jetzt hat. Auch ja, akzeptabel. Ja. Leave it all to me. Ja. Geht so. Noel ist halt einfach ein Tank.
So, jetzt machen wir mit meiner Heilerin mal ein bisschen Schaden hier. Ja, das neue Artefakt sollte doch auch ein bisschen Schaden machen eigentlich. Ja, sie macht mehr Schaden wie vorher tatsächlich, ja. Aber sie ist halt trotzdem ein Tank. Mhm. Irgendwie finde ich es traurig, dass meine Heilerin mehr Damage macht. So. Soll ich Sacharose machen? Dann bist du. Achso, du bist auf Eis. Dann mache ich. Raiden. So. Irgendwie wechsle ich gerade gefühlt nach jedem Kügelchen. In der nächsten Runde nehmen wir Thoma, der ganze Level 1 hat. Mhm. Ein Level hat er, aber eine Level 80er Waffe. Ja, ich hatte noch den Mondpike noch übrig. Ich wusste nicht, was ich sonst damit mache. Ja, alles gut. Da habe ich ihm einfach Thoma gegeben. Ja. Richtige Entscheidung. Ich brauche mal kurz ein Blubberbläschen. Danke. Hey, ich schwimme! Nein, Hilfe, ich werde angesaugt. Da hat einer einen Dyson-Staubsauger. Oder ein Vorwerk. Kurze Frage an dich. Welchen Staubsauger hast du zu Hause? Weiß ich nicht. Von welcher Marke? Weiß ich nicht. Ich möchte einschätzen, ob du reich bist. Ich möchte einschätzen, ob du reich bist. Ja, pass auf. Meine Oma hat einen Vorwerkstaubsauger. Mhm. Vorwerk ist teuer. Mhm. Und kommt meistens von an irgendwelchen Vertretern von der Tür. Mhm. So. Und ihr Vorwerkstaubsauger ist, glaube ich, so alt wie sie. Also soll jetzt keine Werbung sein. Ja. Weil der neue Vorwerkstaubsauger ging schlechter. Ja. Das alte Ding, was uralt ist. Mhm. Da sind noch Metallklammern dran und damit die Rohrteile aneinander halten. Ist einer der besten Staubsauger, die wir je hatten. Den hat sie irgendwann 1960 oder 70 gekauft. Ja, das ist halt so. Sag mal, wo fliegt das da? Hold the line. Ja, die guten alten Sachen, ne? Früher war das besser. Nee, der ist wirklich gut. Ja, das sind die meisten Sachen, die uralt sind. Frag mal meinen Trockner. Ich weiß nicht, von wann der ist. Aber der hält bombenfest. Du hast einen Trockner? Ich habe einen Trockner. Der ist gefühlt so alt wie ich. Du, da war doch irgendwo die Kugel. Ja, die Richtung. Ja, aber da ist keine Blüte mehr da. Wie keine Blüte mehr da? Natürlich doch. Das war nur ein überraschendes Ereignis. Das war nicht... Ach so. Ja. Ups. Mich hat gerade ein Wildschwein angehauen. Oh nein. Ja. Aua. Ja. Es war ein bisschen zu schnell. Ich wollte eigentlich beim Vorbeilaufen, wollte ich noch schneller Nei beißen, aber... Warte mal, stopp, wir haben doch noch anderen Besuch hier. Shine down. Wie viele Eischaraktere hast du gerade dabei? Ich hab... warte mal, Euler hat diese Schaden, ne? Und Chichi auch. Eigentlich müsste ich jetzt rein aus taktischen Gründen jedes Mal von Kokomi die Qualle hersetzen, weil die auch physischen Schaden macht, glaube ich. Und die Zahl war immer weiß. Das Blubberbläschen. Nimm mal bitte ein bisschen Schaden. Ah ne, der füllt ja so oder so auf das Leben.
So. There is no escape. Zack. Jo. Blümchen. Hey, wieder in die andere Richtung. Hey. Brauchst du, nochmal die Eisdingsy vielleicht? Weil wir haben nur noch 40 Hertz. Ja. Machen wir weiter Kügelchen und dann sammelst du halt nicht ein? Obwohl, nee, warte mal, ich hätte jetzt genug. Du hast genug? Für den ersten Aufstieg, ja. Aber wie viel kann ich hochstufen? Nein, ja. Das reicht, dann lass uns dann noch Kügelchen. Also nur noch Kügelchen. Mhm. Weil unten wäre ein Kügelchen, weißt du? Ja, ich komme. Ich war ja auch bei dir. Achso, aus taktischen Gründen muss ich eigentlich was herschmeißen. Ja. Weil das Blubberbläschen echt Damage macht, wenn es platzt. Ja. Und das Blubberbläschen war gerade eingefroren. Hat er, ist aber trotzdem geplatzt. Warte mal kurz, so großer. Also tatsächlich, ich wünschte, ich hätte die Damage-Zahlen beim Ziehen des Schwertes immer. Mhm. Die ist so schön groß, die Zahl. Ich mag große Dinge. Du magst große Zahlen. Große Zahlen am Konto, definitiv. Mhm. Deswegen weine ich auch immer, wenn ich mein Konto anschaue. Also ich habe gar keinen Harz mehr. Aber ich könnte aber auffüllen. Wie, du hast... Aber, ach so, ja, ja, klar, du hast eh keine Harz mehr. Später! Ich hätt's gern! Eiscreme mit Karamellsoße bin ich bei. Warum lachst du? Ich würde gerne essen. Wer? Fox. Bitteschön. Ich komm. Ja, komm. Schmeckt? Ja, okay. Es schmeckt, aber ich bin gerade satt. Ich muss es satt machen. Eis. Satt gibt's nicht. Eis geht immer. Sie lacht, ich meine das ernst. Eis geht immer. Ja, ja, ich weiß, dass es bei dir immer geht. Egal wie dick und rund der Bauch ist, 50 Kugeln immer. Eis gehen immer. Wobei, habe ich gesagt 50, wir wollen ja nicht untertreiben. 100. Warum machst du sie so weit weg von deiner Quelle? Die andere ist doch schon tot, die an der Qualle war. Das war die andere. Das ist die zweite gewesen. Ja, die zweite war doch auch relativ in der Nähe. Nee, war sie nicht. Okay, dann hau ich sie halt in die Richtung. Der ist zuvor gestorben, bevor ich ihn irgendwo hinhau. Siehst du, es geht nicht. Zielwerfen geht nicht. Du, kurze Frage. Soll ich vielleicht mit Wasser den da oben nass plätschern? Ja. Aua! Hast du gesehen? Der hat einfach so Feuer gemacht und so. Voll unhöflich. So. Wie viel Mora haben wir denn wieder? Eigentlich mal die große Frage. 570.000, das ist nicht genug. Ich glaube, 750 brauche ich als nächstes. Hey, ich habe sogar zwei Artefakte schon wieder bei dir gedroppt gekriegt. Ich habe beim Reisen was auf 100, auf 20 ein Artefakt, ne? Heiß. Yeah, hey. Naja, er ist der Reisende, ich freue mich da nicht. Ich ziehe ihn halt nur hoch, weil er in der Story oft relevant ist und du oft mit ihm spielen musst. Mhm. Und was bringt mir ein Reisender auf Level 80? Mhm. Der ist ja viel zu schwach. Der muss schon mindestens 90 sein.
und Artefakte haben. Bei mir war der letztens nackt. Ja. Also ohne Mist, ich habe ihm sogar die Hose weggenommen. Mhm. Mhm. So, ein Talent konnte ich jetzt hochstufen. Na, ich bin zu ihm gegangen und habe gesagt, hey Reisender, ich fütter dich die ganze Zeit durch und du stehst da rum und machst nichts und bist zu nichts zu gebrauchen. Also hier, irgendwas musst du schon geben. Und dann habe ich ihm sein letztes Hemd und seine letzte Hose genommen. Ja. Vollkommen verständlich, oder? Mhm. So, wo bist du jetzt eigentlich? Ach, du stehst da oben. Ja. Yay. Sag mal, Gigi, vermisst du deine kleine Schwester, deine große Schwester eigentlich? Ja, schon. Warum? Ich kann sie holen, wenn du willst. Ja. Okay. Ich ruf sie kurz an. Okay. Deine kleine Schwester ist noch angegangen. Na. Guck mal, Zwillinge! Zwillinge. Nee, Quatsch. Ich nehme Ayaka. Ayaka ist halt einfach Ayaka. Hi. Hi. So. Was hast du hier? Hey, do you know what? Dailies müssen wir noch machen. Neither do I. Dailies klingt doch noch ein Plan. Ich stehe schon bei deinen. Ich mag Chichi, die ist so putzig. Die ist so putzig. Die ist putzig. Und Klee hätte ich gerne als Tochter. Ja. Ja. Das wäre die beste Tochter überhaupt. Die jagt alles in die Luft. Wäre ich voll dabei. Brauchst kein Feuerwerk mehr. Die Nachbarn sind zu laut, hat sich gleich erledigt. Sprengt's einfach in die Luft, kommst du? Oh, guck mal, da ist nass. Ach, wie schön. Ja, jetzt regnet's. Oh, Explosionswas. Oh, leck mich am Arsch, macht das jetzt hier Schaden. Also, die Explosionsver... Was? Warte mal, du, ich glaube, wir haben hier so ein kleines Problemchen. Die Explosionsfässer machen definitiv mehr Schaden. Ich hab schon wieder Auge. Jetzt, hallo, wie oft soll ich denn noch auf E drücken? Setz doch deine Qualle hin, Kokomi. Ich will meine Staubsauger ausmachen. Ich will die Staubsauger vielleicht mal ausmachen. Welche Staubsauger? So ein 77%. Aha. Ach, ja, deswegen wollte ich mich eigentlich gerade mal heilen und dann habe ich auf Kokomi gewechselt, aber Kokomi hat sich gedacht, nö, die Qualle? Nö. Nee, die hat gerade keine Zeit. Die ist gerade bei Rewe einkaufen. Die soll Fisch mitbringen. So, geschafft. Nice. Was hast du da? Aufgeladene Spannung. Was ist denn das? Ach, das ist so ein Renn-Ding, sie, oder? Oder? Also ich glaub's. Bin nicht sicher. Ja. Da kann ich nicht mit. Ich hab's schon mal gemacht, war ich im Ziel, hat nicht gezählt. Tschüss. War schön mit dir, Euler. Was hast denn du heute für Dailies? Die meisten kann ich gar nicht mitmachen. Ja, voll assi, gell? Der Donnerherr bei Ru. Was denn? Nix. Das machst du schon. Ich stehe bei der nächsten Daily. Weil da kann ich eh nicht mit. Da gucke ich zu. Saccharose! Also bei mir blockt gerade die ganze Zeit wieder, erreiche dein Ziel in 60 Sekunden auf. So, geschafft.
Hast du? Ja. Nice. So. Ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da. Also. Die haben es mir geglaubt? Ah, das ist das. Doch nicht das, was ich gedacht habe. Saccharose Kugummi? Ach komm. Wird schon klappen. Animal hypostasis emulation. Die hat sich nicht Elektro angeeignet, deswegen hauen wir mit Kokomi drauf. Absorption test. Allow me. Hallo. Hallo. Freeze to the core. Animal test 6308. Swirl, mark 2. Beg for money. Absorption test. Rest and rebuild. Die anderen drei sind in der Saccharose-Q gestorben. Die war Elektro. Oh. Guck mal. Du hast daneben gehauen. Euler, ich bin enttäuscht von deiner Treffsicherheit. Ja. Hast du wieder getrunken heimlich? Nein. Was gibst du? Der Wein hat dir gestern wieder geschmeckt. So, ich habe eigentlich gedacht, das ist das mit dem Wegpusten von den Dingern. Das andere ist Fisch. Willst du gleich einen anderen oder willst du gleich einen umarbeiten? Ich glaube, ich muss ich weiß gar nicht, ob ich schon umgearbeitet. Warte mal, ist das die letzte? Ja, ist die letzte. Ist die Neko-Quest. Ah, lass mich mal eben zu einem Herd. Ich schau. Respect must be given to the will of every creature. Ich schmeiß mich mal raus. Ich habe nicht auch eine Quatsch-Quest, die ich aber brauche für eine Quest zum Auslösen. Okay, okay, okay. Dann machst du die Neko ab und ich gebe die ab. Gut. Ja. Soll ich dann nochmal Story machen oder? Weil ohne die Story kann ich gar nicht über die Events wirklich weitermachen. Die aktuelle Story. Also dies mit das Ding. Wir können ja noch das, was mit dem Schneemann zusammenhängt, diese zusammenkloppen und so. Ja, ja, ich weiß nicht, kann man die machen in der schon ohne die Story? Ja, kann man. Okay. Bist du wohl schon wieder weg hier? Die Flucht ergreifen dann. Warum die Flucht ergreifen? Das geht doch zusammen. Ja, ich hätte halt jetzt schnell die Story gemacht. Ja, dann ergreife ich die Flucht, wenn du die Story machst. Echt jetzt? Ja. Oha. Was soll ich denn sonst machen? Ich mach die Story nicht weiter. Ich mach's erst am Sonntag. Ja, wir können ja die Story nicht zusammen machen. Die Story können wir nicht zusammen haben. Das andere können wir zusammen machen, aber das willst du ja nicht. Ich hätte jetzt erst die Story gemacht und dann das andere mit dir zusammen. Ja, dann mach die Story und ich hau in der Zeit ab. So sehr will sie mich schon wieder loswerden, die Frau. Dabei hättest du ja... Du könntest ja einfach weiter am Telefonat bleiben. Aber dann höre ich ja mit, dann werde ich ja gespoilert. Warte mal, seit wann stört dich das? Ja? Seit wann stört dich das? Sonst ist dir doch auch immer alles egal. Ja, und nun? Nun mache ich dir eine Quest und hoffe darauf, dass ich die andere Quest auch damit auslöse. Endlich. Uns fehlen, oder mir fehlen ja noch ein paar auf in Inazuma. Daher hoffe ich damit, dass ich die auslöse. Dann hätte ich eine. Großreinigung steht da bei mir, bei der Neko.
Großreinigung? War das, hieß da nicht Fisch? Ja gut, dann musst du wegpusten. Jetzt hast du aber einen Fisch für die nächsten 5 Neko-Quests. Ja. Ich laufe gerade in die falsche Richtung. So, also ich bin durch mit meinen Dailies. Ja. Ich sammle gerade ein. Ja. Du warst ja schon Kanne und so, oder? Ja. Ist es nicht, kann die Feuer wegbrennen? Ja, ja, kannst du auch, ja. Nein, kann ich nicht. Doch, es brennt, du. Aber es brennt nur daneben. Nee, der Haufen muss schon brennen. Ja, der Haufen brennt. Also er brennt wirklich. Ja, dann dauert es eine Sekunde, dann ist er weg. Ja, ja, definitiv. Ich habe schon 20.000 Mal so gemacht, weil ich nie... Nein, er hat aufgehört zu brennen, aber er ist da. Ich wechsle jetzt Luft. Was? Ich habe sogar... Auch bei Babsi die Häufchen konntest du anzünden und verbrennen. Habe ich immer gemacht. Bei mir jetzt aber nicht. Kiki hat bestimmt irgendwas anders angezündet. Neko zum Beispiel. Ja, genau. Ne, jetzt ernsthaft, warum geht das nicht? Also es geht... Hundertprozentig geht das weiß ich. So, fertig. Ich würde es dir nicht sagen, dass es geht, wenn es nicht geht. Ja, dann geht es bei dir, bei mir geht's nicht. Ja, du hast nur nicht getroffen. So. Ja. Ja, hundertprozentig. So muss es sein. Wann ist denn die? Donnerstag, also... Warum brauche ich immer was, wenn es einen Tag zuvor war? Tja. Aber immer. Ich habe noch nie irgendwann mal was gehabt, was ich jetzt gebraucht habe. Also du willst jetzt das ganze Zeug hier weitermachen im Schneegebiet mit mir. Mhm. Ja, aber wenn ich jetzt die Story mache, vielleicht schalte ich ja danach noch was frei, was wir machen können. Das war ja der Gedankengang. Achso. Weil da ist ja noch was in dem, was noch zu machen ist. Ja, dann machst du die Story. Aber dann verpieselst du dich ja. Ja, natürlich. Oha, dann, das merke ich mir. Oh, dann kann ich in der Zeit was anderes machen, weißt du? Nee, alles gut. Ich mach die Story jetzt. Ja, dann tschüss. Tschüss. Ich rufe dich einfach wieder an, okay? Okay. Gut, zack. The snow. Have you ever seen such beauty? So, wir machen kurz die Story weiter. Traveler, Paimon. Läuft deine Untersuchung gut? Your faces say that perhaps you haven't turned up anything. We investigated all over the mountain, actually. But nein. We didn't see anyone that looked like you or hear of anyone else meeting you. This is not unexpected. I haven't made much progress either. He appears to know that we are looking for him. And has opted to lie low for the time being. Still, there is one thing I found. I discovered footprints on some parts of the mountain, and although they were a little covered by the snow, I could tell they'd been left by someone of a similar size to myself. The footprints were quite numerous, so I believe my next step will be to rule out each of the adventurers active on Dragonspine, one by one. We can help with that. We have plenty of contact with the adventurers. So now we... Ah! What was that? It came from that direction. Ah! Maybe the imposter? Lass uns gemeinsam entgehen. Yes, let's hurry. Yes, let's hurry. Ich mag Paimon. Mittlerweile mag ich sie. Die ist mir irgendwie ans Herz gewachsen. Auch wenn sie nervig ist. Auch ganze 5 Meter müssen wir laufen.
Irgendwie fühle ich mich beobachtet. Hey, did you see that? Did those rocks shake just now? Ich weiß nicht warum. That was most unfortunate. What are you guys doing here? Ihr habt Bennett dabei. Ihr habt Bennett dabei. I have to agree. We've been wandering this area for days. We ran into Pallet earlier. You know, the kind of a reckless sort of guy. You know the one? Anyway, he said he was unlucky, so I gave him some adventuring survival tips. After that, he disappeared to rejoin the training camp. Wait, wait, wait! Are you saying that after all this time, you still haven't made it back to the base camp? well, as you can see... It was nothing, really. We just hit a few landslides and snowdrifts and took a few downhill tumbles. You know the deal. They sound like unforgettable life events to me. Anyway, you're correct. We haven't made it to the base camp yet. We have had extraordinarily poor luck over the last few days. Bennett dabei. Almost as if a sinister force has been trying to thwart our every move. Fortunately, I made advance arrangements for Gerald to remain in a safe location and conduct some basic physical training exercises. I'm sorry. I'm the one to blame for all this. I've always had bad luck and it always rubs off on everyone around me. Sorry to create so much extra trouble for everyone. Schmeiß mir einfach Ben den Berg runter. Maybe this is the awesome power of fate. The scary kind, I mean. Warum aufmuntern? Ich schmeiße mir in den Berg, ihm den Berg runter, dann ist alles wieder gut. I agree. Von vor Bennett würde ich mich noch nicht fürchten. Yep, we're just used to it now. Besides, it's not like we have the most amazing luck ourselves. Really? I think you guys have way better luck than I do. Well, what can we do about that? Oh, Paimon knows. How about Paimon share some of her luck with you? You're welcome to a bit of mine too. Although, if the last few days are anything to go by, it seems in pretty short supply at the moment. You guys. Aw, thanks. With a little luck from everyone combined, we'll make it down this mountain for sure. Yeah, you bet. Let me flip a treasure hoarder insignia to test it out. All right, it's tails. The opposite of what I guessed. So you can predict your fortune this way? But why are you so happy that you got it wrong? It has two sides. Du hast mich angestupst. Ich habe mal gedacht, ich stupse zurück. Getting it correct. Luck all comes down to probability too. So as long as I use up all the bad luck, everything else will go smoothly. Guessing wrong when I flip an insignia is one way to use up some of the bad luck. So, the probability of having some good luck in the near future just got a little higher. Oh, that's a fact. Hey, he's making no sense at all. Why aren't you calling him out? Er ist nicht du. Guys, I guessed wrong in my insignia flip, which means we should be able to make it back to camp. Paimon's not sure that's how it works. Yeah. Let me try. It's this way, right? Oh, my butt! What is this shard of ice doing here? What? How truly miraculous. This is a miracle of misfortune. I don't usually believe in luck, but Bennett makes the best case for it I've ever seen. Amber, if you are ever required to partner with Bennett in your future work and you encounter anything like this again, do not take any rash action. Wait for me and I will come to support you. Huh? Yes, of course. Danke für eure harte Arbeit. I do feel a little tired. Checking in the mountains has a way of wearing you out. Well, since everyone is tired, why not take a rest in my camp? Paimon, so sleepy. A nice bowl of hot soup and a good sleep would sure be welcome right now. Suddenly, I'm kind of sleepy too. Amber will fall asleep in the snow if we keep going much longer. Come on, let's move. We shall head to Albedo's camp and get some rest, take stock of our supplies,
and decide how to get off this mountain. Alter, du nervst! Was hast du denn? Mautzt mich seit 5 Minuten ununterbrochen an und guckt mich an dabei. Herrchen? 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 Toll, jetzt stürzt das Lager ein. Here we are. Make yourselves comfortable. Oh, I forgot. I don't have that many chairs. Please wait a moment. What's he doing? Painting? He is. He's painting a chair. Wait, alchemy can turn paintings into objects? How is this possible? My paintings are like blueprints. Alchemy simply enables me to omit the manufacturing part of the process. It's an elementary level technique. With enough research and experimentation, this same technique can even be used to create living beings. Well, since you can magically produce chairs, ich will einen Hocker. Backrest? Also ich will einen Hocker. How many of you want backrests? Me. Me, me. I'll also take one with a backrest if you please. Can Paimon have a chair that comes with a juicer? Du kannst nicht alleine auf einem Stuhl sitzen. Who beats squeezing onto a stool with you? Mann, drum hat 5 Stühle hergestellt. Ja. Oh. We have chairs now. Ja, ich hab meinen Hocker. This is so comfortable. Makes me want to stay the night here. You're very welcome to stay overnight if you wish. There's still some time before dinner. Get some rest, everyone. I'll tend the stove. Hey now, we can't be letting you do all the work. I can help. Please, put me to work. No. Embert. Sprich mit Albedo. Oh, pace yourself. Dinner could be a while. I still have a few things to prepare. Was kann ich zu Abend essen? It's almost ready now. Traveler, please light the campfire and gather everyone for dinner. Kriegen wir hin. Joimir macht das. I made a few dishes based on some popular Mondstadt recipes. This is no good hunter, but there should be enough to go around. Please, help yourselves. Wow, smells great. Don't mind if I do. Wait, don't steal all the fried vegetables. Leave some for me. Hey! Ah, Paimon's full. What a great meal! Albedo, you're too modest. These dishes are as good as anything you'd find in a top restaurant. Are all alchemists so good at cooking? You may be onto something there. Right? Paimon thinks so too. It's his lab manner that gives it away. The kind of guy who holds a potion bottle as steady as a rock isn't the kind of guy who's gonna be slapdash with his salt and pepper. Actually, that makes a lot of sense. I'm so sleepy after all that food. Fall vom Stuhl. Did Bennett fall asleep sitting up? He must be totally wiped out. Das wäre jetzt, ich hätte es lustig gefunden. Schade. Die Tage waren bestimmt nicht leicht. He's sleeping is so alert. I'm impressed. He seems to be in a deep sleep. Oh, Paimon wonders if he sleep talks. Oh, no, Dad, no apples for me. I want sticky honey roast and fisherman's toast. Sticky honey roast. That's your favorite, isn't it, Amber? Sure is. Give me a sticky honey roast from Good Hunter any day.
I used to take Eula to Good Hunter a lot back when we first met. Before long, Sarah would start cooking our usual orders as soon as she saw us coming. She said we ordered the same thing so often that it was practically muscle memory by that point. She also said that if everyone in Mondstadt ordered like we do, her job would be so much easier. All she'd have to do is memorize everyone's favorites. Always eating together. Aww, it's nice that you two are so close. The Traveler and Paimon always eat together too. It's a sure sign of true friendship. Two people simply sharing a meal says nothing either way about the relationship between them. That depends if it's a one-off meal or a regular occurrence. Es ist immer noch ein Unterschied zwischen einer Mahlzeit und vielen, oder? Stimmt. Aha! Paimon just noticed something. Whenever Eula doesn't want to admit to something, she raises her chin or puts her hands on her hips. Ah, you've all picked up on that. Didn't know Eula's tells were so easy to spot. We are done here, yes. I am free to go, am I not? Then please excuse me. I have a frozen lake I need to be at. You're going for an ice bath at this time of night? Wait up! Don't go without me! I thought you wanted to get some sleep. So maybe you should stay here and rest. No, I should come with you. It's late, and it's dark, and you're not good with directions like I am. Come on, let's go together! Ja, Euler wird sich schon nicht verlaufen. Da müssen wir halt Euler suchen. Ist jetzt nicht so schlimm. Rather them than Paimon. So much roast meat. Oh, hey Dad. I'm doing all right. I'm the leader of my own adventure team now. Wow. Bennett really is a sleep talker. Okay, looks like we got some downtime now. All right, you two. Time to paint. Es ist an mir zu zeigen. Have you decided what to paint? Ja, Paimon. Why do you even need to ask? Paimons allerbesten Freund. It's obviously going to be Paimon. Dann eben Paimon. But we should move elsewhere. We're likely to disturb Bennett's sleep if we stay here, so let's go outside. Okie dokie. All right, grab your easel, paper, brushes, and paints. Don't leave anything behind. Nö, ich bleib hier sitzen. Ich will Bennett noch ein bisschen zuhören. Komm schon, Bennett. Komm schon, Bennett. Bennett beobachten. Bennett Schlafgeprappel anhören. Hey, Paimon, no, don't touch that. What the heck? Don't touch that mechanism or you'll fall down. Ugh, well, never mind. What the heck is this guy dreaming about? Paimon, fass den Hebel an. Fass an, bitte. Tut mir den Gefallen. Weil ich es vorhin schon machen wollte, eigentlich. So, malen wir ein bisschen. Let's paint here. Allow Paimon to adopt an elegant pose for your artistic reference. Huh? Hey, what's that look for? Cut the attitude and start putting your perfect Paimon down on the page. You better take this. Ich würde diesmal. This is going on Paimon's wall. Confidence is a good thing. Those to whom it is endowed do well to flaunt it. I'm looking forward to the finished piece. Muss ich jetzt selber Paimon malen? Oh Gott, das wird nichts werden. Bitte lass mich nicht selber Paimon malen. Stell dir vor, du müsstest jetzt mit der Maus Paimon malen. Niedlich und dumm. Fangen wir an mit dem Ding. Wie wird niedlich und dumm? Ja. Okay, forget it. We
that Paimon. Hochbeinige Knappen. Als nächstes zeigen wir den Körper schnell. Ein hochfliegendes Haustier. Paimon's starting to feel like this is not going to turn out so great. Now Paimon's getting nervous. Bin fertig. Let Paimon see. Geil. Nicht schlecht, oder? Why you? How could? The brushwork is smooth and the composition seems professional quality. You had no problems there. So what the heck happened with the face, huh? Explain that stupid expression! Explain it! Smooth professional quality? Traveler, have you previously received any education in the fine arts? Kann nicht sagen, dass ich überhaupt nichts gelernt habe. Die Kunst kommt aus dem Herzen. What? You pour your heart on the page and this is what comes out? Paimon, du bist etwas Besonderes. Fascinating. Paimon, if this is not to your liking, I can make a few amendments. Traveler, ich schulde dir meinen höchsten, allerhöchsten Dank. Albedo macht deine Verbesserungsversuche. Alright then. Paimon, is this better? Adding flourish to the finished piece is an essential component of what makes art art. This is not to say that you differ from the painting on a fundamental level, rather that the real you and the you in the painting present two different styles of beauty. You remain the core reference point for the painting. So, Paimon, you can put your misgivings aside and hang this painting wherever you like. Ich spüre die Taufe der Kunst. Thanks, Albedo. Oh, I merely added a flourish here and there. You should be thanking the Traveler. In truth, ground-up overhaul is more or less an accurate description. The more Paimon looks at it, the more she likes it. Great! Paimon has a portrait painting. Also, ich fand unser Bild besser. Muss ich ehrlich sagen, ich fand unser Bild besser. Es hat Paimons Wesen ausgedrückt. It's nothing. I can paint you next time, if you'd like. You can hang it in your home as a souvenir. I rarely entertain so many guests at my camp. It's lively. A little noisy, even. But I don't dislike it. Liveliness is a rare thing here on Dragonspine. It's a new day. Let's go meet up with everyone. Ich fand unser Bild immer noch besser. Das hat das wahre Wesen von Paimon halt einfach aufgezeigt. Niedlich und dumm. Hey, good morning. I slept great last night. How about you guys? All rested up? I'm fine, as usual. Bei mir auch. The path down the mountain is easier to follow in the daylight. Let's take this chance to head down to the base camp. Let's go! If we make good time, maybe we can all get lunch together. I flipped another insignia just outside the camp. Wrong again! So your bad luck is all used up. We'll be down the mountain in no time. Yeah, my thoughts exactly. Today's the day. Huh? Oh no! Avalanche! Look out! Ah!
Traveler, Paimon, are you all right? Are you hurt? Ich habe meinen Spreit und meinen Fingernagel gejagt heute in der Arbeit. Alles in Ordnung bei dir? That's good. My arm got a little scratched up, but it's nothing serious. Euler? I'm okay, but I don't see the other two. I'm afraid the avalanche may have pushed them off the cliff. They fell down? They'll be okay though, right? I think they're both robust enough to survive the fall. But if the falling debris knocked them unconscious, and they're lying there in the freezing cold, we have to get down there and rescue them. Immediately. Okay, let's move! Hang in there, guys! Da steht jetzt schon Kochtopf. Bennett, are you okay? Shout if you can hear me. Bennett! A voice. Over there. Bennett, is that you? Guys, I'm over here. Are you all right? Are you hurt? Let me check. I'm a little dizzy, but I'm not in any pain. I don't think I'm injured. Thank goodness. Scared the life out of me. If you're dizzy, sit and rest for a while. It's fine, really. This kind of thing happens all the time. I'll be fine. Thank you. Wait, where's Albedo? Isn't he with you guys? We thought he fell off the cliff with you! He still hasn't shown up? We found Bennett here, so Albedo can't be far away. Keep searching this area. Got it! Albedo! Albedo! Hey. Up, up and away! Ich erstmal dahin. Albedo! Albedo! Kein Albedo! No response! Are we definitely looking in the right place? Albedo, bist du unter dem Steinhaufen? Albedo! Sache Rose, keine Sorge, wir finden deine dein Albedo. Aber pssst. Wir haben ihn nicht gefunden. Well, any sign of him? Not a trace. Nothing from me either. Strange. We didn't have any luck either. Where could he have gone? Everyone! Ah, Albedo! Hast du dich verletzt? Nothing serious. Okay, everyone accounted for. Guys, I think it's gotta be because of me. The avalanche only happened because I'm here. I guess flipping a treasure hoarder insignia isn't gonna change my luck after all. No wonder no one wants to go adventuring with me. I'm so sorry. Don't say that. I'm hardly the lucky type myself, so I'm not about to go blaming every little thing that goes wrong on you. Exactly. Besides, Dragonspine is a dangerous place. Avalanches literally come with the territory. Bad luck has nothing to do with it, okay? Was gerade, aber es war wirklich ein Zufall. What's wrong? Your face looks... Oh no, did you get hit on the head? Keine Sorgen, mir geht das gut. Everyone, the incident is behind us now. We should keep moving. Why do I feel that Dragonspine has become more dangerous than it used to be? I hope it's just my imagination. Our top priority now is to get off the mountain and regroup with the adventurers. Whatever further dangers this mountain has to throw at us, we must face them together. Agreed. Guys, keep your eyes peeled and watch your step. Careful does it. Wir hätten Bennett nicht finden dürfen. Schon wäre alles in Ordnung gewesen.
Ach, wir sind wieder hier. Nee, das ist ein anderes hier. Oder? War hier nicht das eine? Wo wir Bennett gefunden haben? Da... Ah nee, das war... Hier irgendwo. Denke ich. We've been heading in the right direction for a good length of time now. We must be getting close. I can feel it. Victory is in sight! Hooray! As soon as we get to base camp, Paimon wants a bowl of hot soup and some barbecued meat. I hope we can all get there safely. No more incidents, please. Es gibt nur ein Ding von denen. Are you hungry? Cold? Shall Paimon hug your head to warm you up? Ich weiß nicht, was schätzen Paimon. I don't think I've spent so much time on Dragonspine before. It sure is cold, but the view is amazing. Isn't it, Eula? Eula? Sorry, I wasn't listening. What did you say? I was just thinking. Whenever I've met up with you at Dragonspine in the past, we always stick to the same few spots. It's much more vast and beautiful here than I realized. If it were a little warmer and a little safer, I bet this place would be bustling with visitors. Eula sah aus, als würde sie etwas auch, könnte sie gleich bemerkt haben wie ich. I agree. People are put off by the cold and have an aversion to danger. They don't realize that there is much to explore beneath the icy exterior. If you are willing to spend the time and energy. Albedo, is this the way down? Yes. I think there are several routes in this area. Does the path fork off here? It looks like it does. But maybe it doesn't. My head's still a little fuzzy from the impact. I'm kinda dizzy too. I keep thinking things are swaying a little. Maybe I'm just hungry. Either path will work for us. The smaller trail is less worn and harder to see, but it's also shorter. Since everyone is weary, I suggest we take the shortcut. Follow me. Euler bemerkt Dinge und der Reisende auch. Alle folgen Albedo nach vorne. Wait. Ich habe geklickt. And Amber don't look well. Can we take a break? We can continue once their conditions have improved. Oh, now that you mention it. Huh? I... You hit your head earlier, didn't you? Oh, you noticed. Are you sure it's worth holding everyone up over a little thing like this? No problem at all. Health and safety always. Lass uns eine Weile ruhen. Okay. Sorry for this. Thank you. Alles gut, Amber. Yeah. Thank you. Sprich mit den Leuten. Amber. Du hast einen Punkt über den Kopf. Drinking some water can help with the dizziness. Oh, and lying flat on your back helps too. Thank you, Bennett. Seems like you really know your stuff. Yeah. Well, when life gives you lemons. Bennett, weren't you feeling dizzy too? Stop pushing yourselves, both of you. Get some rest. We'll continue when you've gathered your energy. Eula might come off as a little frosty, but she takes caring for her friends super seriously, more than anyone else I know. Every time I see that look on her face, I'm just like, ah, stop staring at me. Eula? Traveler, I know what that look means. What's on your mind? Ich habe ein ungutes Gefühl. Maybe seasoned veterans have an instinct for it. I sense it too. Something seems to have changed, but I can't confirm for sure. It could be difficult to verify.
Was könnte es sein? It might be imprudent to speculate out loud. But I believe you know what I am referring to. Traveler, I think you... Vorsicht. Not over yet. Brace yourselves. This'll be a challenge. Stay back! I'm going to cut this weed down to size. You shall perish. Shine down! Here come the fireworks! Ach so. Leck mich im Arsch. Was machen eigentlich die anderen gerade? Fire hazard. Oh, I gotta watch it. Inazuma shines eternal. Ja, Mia braucht noch ein bisschen Artfeinschliff. Heilung. Für meine Mädels und Jungs. Für meine Mädels. Den Unterschied. So. What in the world was that thing? One moment it was human, the next it was a plant. Is everything all right? We're fine. But can you please tell us what's going on? I don't understand. I take it this monster is whom I had the pleasure of meeting last time. Correct. As you might have guessed, this is a mutated whopper flower. An extremely rare kind. But can whopper flowers turn into humans? Not typically. But
Conditions on Dragonspine are far from typical. Perhaps the dragon's blood seeped into the land, then was passed to the monsters via the ley lines, accelerating their rate of mutation. How could that happen? This mountain is home to the remains of Durin, the venomous dragon. If there is anywhere in the world one might expect life to do unfathomable things, it would most likely be here. Durin was an artificially created life form. Its existence is nothing short of a miracle, and proof of countless possibilities. In other words, this mountain we stand on is a cradle of life's profoundest mysteries. A vast and terrifying hotbed of possibilities. The avalanche. It must have been the work of this imposter. Thank you. Agreed. All the other troubles you faced on the way down could also have been its handiwork. My guess is that it was targeting everyone that I've had contact with. Ja, ich meine, ich wurde auch von ihm geklaut. I forgot all about that. It's not inconceivable. But what was its purpose? Was it just trying to get rid of us? I have a preliminary hypothesis on this. Whopper flowers are masters of mimicry, and those we encounter in the wild often appear in the vicinity of the plants they impersonate. In other words, the whopper flower likely has an instinct to replicate and replace. As a plant, it will disguise itself as another plant and infiltrate the group, hiding among them for cover. The plant being imitated has no way to detect or fight back against this behavior. But when it disguises itself as a human... It wanted to replace you and infiltrate our group? Yes. Maybe it created the avalanche to get rid of us. I predicted this eventuality, so I availed myself of the avalanche to hide and lure it out. It was watching us the whole time. And when it saw that I had disappeared, its instinct was to take my place. At that point, its disguise was complete, and its next move was to hunt its prey. Yes, that's exactly how whopper flowers operate. So when it approached and attacked Joel, what was that? A trial run? Perhaps. Or maybe it enjoyed posing as a human, and wanted to experience what it felt like to be human. We're fortunate to have discovered it in time. I think the Traveler was the first person other than Albedo to notice something was wrong. Orla ist auch scharfsinnig. How could you tell the real me and my imposter apart? I want to know too. I had no idea the other guy was an imposter. They looked exactly the same to me. Er hatte keine Sterne am Hals. I see. It goes to show how difficult it is to impersonate a human. This mutant whopper flower tried its best to replicate the original exactly, but still managed to miss some details. Hatte er nicht? To think that Dragonspine creates such terrifying possibilities. Warte mal, das will ich mal kurz gegenchecken. Hatte der ey nicht? Also ich will jetzt mal wirklich gegenchecken. Hör mal auf, hier weiter zu denken, Traveler. Das will ich jetzt mal gegenchecken. Hatte der echt nicht? Mir ist es überhaupt nicht aufgefallen. Also 0,0. Deswegen will ich das mal kurz gegenchecken. Ja, aber ich habe gerade Werbung auf meinem eigenen Channel. Warte mal, wo ist der Imposter dazu gekommen? Es ist mir nämlich nicht aufgefallen. Jetzt checke ich das mal kurz gegen. Also hier hat er einen Stern am Hals. Aber das könnte noch der richtige Albedo. Das ist nicht vor der, vor der Schneelawine. Stern am Hals. Bennett? Na, ich skippe mal kurz ein bisschen. Der hat echt keinen Stern am Hals. Der hat ja echt keinen Stern am Hals. Anyway, at least we won in the end. It looks like my method did work after all. I used up all the bad luck, and the good luck finally came through. About that. If you're referring to having fallen down the mountain and avoided injury,
Well, that's because I was secretly protecting you. Huh? Well, that still counts as good luck to me. Yes, that's not an unreasonable way of looking at it. Okay. We've been delayed long enough. Time to move on. Ja, der echt kein Stern. Ich hab's gerade eben nochmal gegengecheckt. Weil es mir nicht aufgefallen ist. Und mir fällt nochmal heiß verdammt viel auf. So. Das war schon aber die Story? Nein, oder? Bitte noch ein bisschen mehr spielen. Das hättest du noch irgendwie ausarbeiten können, ganz schön. Warum war man so schnell durch? Aber schön viel erzählt und viel Geschichte, ja. Woohoo, I'm back! Cyrus doesn't seem to be here. He must have headed up the mountain. Let's wait for him here. Amber, are you feeling better? Yep, all good now. Nothing to worry about. I don't know what I'd do without you guys. If not for you, I'd probably still be locked up in that cage. I really want to thank you all properly, but I can't think how at the moment. Huh? You must be pretty used to being on the receiving end of people's kindness by now, though, surely. You probably need it often enough, given your... situation. Come on, don't put it like that. Sure, plenty of people have shown me kindness before, but that doesn't mean I will ever take it for granted. No matter how many times people help me out in life, I will never forget any of them. Well, instead of repaying those who helped you, perhaps you could help others yourself. Everyone meets others in need from time to time. By choosing to be there for them, you're passing the kindness you received onto others. Yep, you're right. That's what I've always tried to do, and will always continue to do. Right. And when Cyrus gets back, I'll find some way to help him out too. This has been quite an eventful day. Yeah, it has. It's really hit me how tired I am now that I've started to relax. I need to rest. Everyone, please excuse me for a while. Yeah, I need to get some water and maybe a piece of fruit. Once I'm rested up, I need to get back to being an instructor again. Well, it looks like the curse of the mountaineers who couldn't get off the mountain is finally broken. Feels like an action-packed chapter has come to a close. Shall we find somewhere to rest and chat, too? Why not? Then, please, come with me. Also, ich gebe dir etwas zu sagen. You sent something too, didn't you? Then let's go. Huh? Are you going back to your camp again? Paimon thought maybe we could talk here. Paimon, los. Okay. Might as well come with you. Good. Shall we set off right away? Klar. Zu einem Lagerplatz in den Bergen. Sorry for bringing you back here once again. Some topics are best discussed in private. Is this about the imposter? That's right. I have to say, Traveler, I'm very surprised you noticed the difference between me and the imposter. Also, yes. This mark. Perhaps it's where it all began. Ooh, sounds like the beginning of a big story. Keep going! Well, I can't deny that what I'm about to say does sound like something from a children's storybook. So, what do you think this diamond-shaped mark means? A tattoo? A crest? Eine Narbe. Consider it a birthmark. Have you ever seen an intricate glass ornament and wondered how it was made? Well, one method for crafting with glass is a technique known as glassblowing. Glassblowing is not a widely known art in Teyvat. For this reason, glassware made in this way is usually very expensive. As the name implies, glassblowing involves blowing air into a hole, much like blowing up a balloon. This type of glassware is known for having a pontal mark at the point where the blowpipe was inserted, where the hole was sealed at the very end. This mark is a sign that the item was crafted by a human hand. Sounds kind of amazing! It is a wondrous and beautiful art form.
Alice says that these marks are seen as proof of the maker's fine handiwork, the only flaw in an otherwise perfect work of art. My mark is something similar to this. The difference between synthetic and natural life lies in the directional flow of the life force. The energy of a natural life form flows out from within. That's why flower buds bloom and curled leaves unfold. And it's the very reason we watch in wonder at blossoming flowers. Creating life artificially, on the other hand, involves, to a certain extent, the introduction of an external source of energy into the embryonic life form. Oh, sorry, mate. When the hole where the life force was infused is sealed at the end, it leaves a mark not dissimilar to the pontal mark in blown glasswares. Hat sich so angeschlichen. The alchemical substance drips and spreads out in all directions, resulting in this rather ingenious diamond shape. Wow! So that's where it came from! This mark is a sign of my artificial origins, and proof of my imperfection as a human. I presume that the imposter intentionally avoided replicating this mark, so as not to become less than perfect himself. Mhm. Es ist... Ist das kein Problem, mir all das zu erzählen? You are fundamentally different from other people. I have few qualms about sharing my secrets with you. Just as Paimon said, it all sounds like a story. Even if you were to tell anyone else, they would regard it as nothing more than a tall tale. The transcendent and miraculous are not the only things to which human beings aspire. They pursue the everyday, the ordinary, to a far greater extent than I would have ever imagined. Vielleicht bin ich gerade hergekommen, nur um einen fahren zu lassen. People like to believe that those who are thoroughly different from themselves could only ever exist in stories. It makes things much easier. Ja, ich riech das. Or, in other words, all the unfathomable things we've seen recently would make good material for a novel. I have friends who write novels. If they wrote this story, it'd probably be even more complex. Making up stories is easy. Even Paimon can do that. Oh. I didn't know you had that kind of talent. Paimon's the best guide in Tibet. Making up stories is a piece of cake. In that case, how about we have a storytelling contest? We can base our stories on the events of the last few days. Sounds great! But we still have to help out the Adventurers Guild. I understand. Creativity is something that cannot be rushed. Take your time, and come back when you have found some inspiration. We'll see whose story is more... compelling. Deal! Okay, we'll regroup with the Adventurers Guild for now. Sure. My story... Yes, I should have known. Master's failed specimen in the dragon's belly. This is where the story truly begins. If we switched places, if you were the survivor, then as the abandoned experiment, the failure of the primordial human project, I'd want to replace you too. I would replicate your appearance, study your alchemy, and create miraculous life forms to divert your attention. I would wait for the right moment, then dispose of you and the Traveler, the sole person to have known your secret. And then, I could finally experience the joy of being brought into the world. Mhm. Schatten der Ungewissheit. Fortsetzung folgt. Mhm. Jetzt
kann ich die Teufelsblüte wohl öfter besiegen. Wo war die? Remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn. Mietz, jetzt ist er mal gut. Ah, hier hinten. Ah. Kann ich hier jetzt einfach? Weil das gerade eben hat anscheinend nicht dafür jetzt was im Kampf. Gut, ich habe mich auch angestellt gefühlt wie so ein Depp. Die Platz zu machen kommt, das machen wir jetzt nochmal. Oder wir können sie im Multi. Warte mal, das wir probieren mal aus, ob wir sie im Multi machen können, bevor ich sie kaputt habe. Wenn die Dame da sein sollte wieder, dann machen wir erstmal das Zeug, was wir im Singleplayer nur können. So. Das war das. Das wäre nicht das hier. Beziehungsweise.